Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Surprise, ich habe den Dome dabei. Ich schon wieder. Und wir schauen uns heute nochmal Deadgirl an gegen diesmal Soldier Stompy. Ja, Soldier Stompy, Mono-Weiß, Armageddon, Trinisphäre, Gedöns. Ja, klingt auf jeden Fall witzig. Klingt auf jeden Fall witzig. Auf der anderen Seite Deadgirl, Schwarz-Weiß, Discard, Stoneforge, Card Advantage Deck. Ja, und Chain-Combo. Ja, und Chain-Combo tatsächlich. Genau. Hier ist Mulligan von Soldier Stompy Seite aus. War auch witzig, wie das Deck entstanden ist an dem Abend. Ich hab die Karten dafür, ja, schieb mal zusammen. Ja, genau. Dementsprechend, wenn hier Fehler auf der Seite von Soldier Stompy passieren, bitte nehmt es nicht allzu übel. Und ich weiß, ihr werdet trotzdem in den Kommentaren zerreißen. Ich habe einen Chalice auf der Starthand gesehen von Soldier Stompy. Chromox. Das ist schon das. Oh. Bobberino. Bob, erste Runde ist nicht schlecht. Im Chromox hängt ein Silencer. Ja, der Silverquill Silencer. Silverquill Silencer, genau. Und der Version wird aktuell gespielt, weil man Talia sich nicht leisten möchte, weil man dann ja in seine Spells alle ein Mana mehr kosten. Ja. Und dadurch, dass man keine Dark Ridge spielt, ist das so ein bisschen meh. Und der Silencer hält dann halt das Problem ein bisschen mehr ab, weil man hat halt kein Blau für den Meddling Mage. Ja, aber ich finde den Silencer irgendwo auch besser als den Meddling Mage. Er lässt dem Gegner halt die Wahl, die Karte zu spielen, aber man verliert halt so viel Leben und der Gegner darf Karten ziehen, das ist halt so. Chromox auch von der anderen Seite. Mit einem Recruiter. Palace Jailer. Palace Jailer, genau. Palace Jailer hier mit zwei Mana. Das Field sagt, aktivierte Fähigkeiten außer Mana Abilities kosten 2 Mana. Uff, gegen Deadgirl. Bitterblossom. Oh nein, Fetchen kostet 2 Mana. Fetchen kostet 2 Mana. Genau. Fetchen kostet 2 Mana. Ausrüsten kostet dann halt dementsprechend 2 Mana mehr. Da ist auf jeden Fall ein Fetchland. Planeswalker-Aktivierungen kosten 2 Mana. Puh. Also eine ganze Menge, was Deadgirl eigentlich versuchen möchte, kostet 2 Mana. Ich sehe auch schon eine Jitter auf der Hand. Das ist Jitter auf der Hand. Das ist die Bitterblossom wird hier nicht gespielt. Dann will man wahrscheinlich fetchen. Das klingt mega madig, was das Ding macht, aber eigentlich ist es richtig strong. Es ist sehr, sehr strong. Einfach nur. Okay. Chalice auf 1. Chalice auf 1 für 2 Leben. Wenn man kein besseres Play hat. Oh, Talia. Die, ja, dann muss man jetzt. Gib mal für 2 Mana fetchen. Wow, das ist noch schäbiger als alles andere. Ja, es ist schon auf jeden Fall ziemlich hart. Talia hier gegen Deadgirl, wie gesagt, kann ein bisschen schwieriger sein, ist aber jetzt nicht so schlimm. Das Deck spielt die Karte halt selber. Und du weißt, meistens ist eine Karte nicht so geil gegen ein Deck, wenn das Deck das auch selber spielt. Ja, gerade mit dem Chromox, ne? Uff, Kaya. Die zwackt jetzt gerade eine Menge Leben. Das tut ordentlich weh und man kann sie halt auch nicht wirklich benutzen, weil sie kostet halt echt viel. Das ist die Setchmore Witch. Genau, die, wie heißt das? Raid? Die, Ra. Ward. Ward. 3 Dame. Ward 3 Leben. Das ist ja wichtig dabei. 3 Leben, genau. Und Menace und selber ist 3-2. Und wie heißt das nochmal? Magecraft. Pest-Token. Diese tollen grinsenden. Diese tollen grinsenden Pest-Token, genau. Okay. 4 Mana. Palace Jailer. Das könnte alles sein. Oh, das ist ein Daruta, der gibt allen Soldiern plus 2 plus 1, glaube ich. Aha. Oder lässt sie normaler weniger kosten? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, er gibt auch plus. Es klingt nach beiden bei 4 Mana. Mhm. Ich glaube, er hat auch gerade, also unser Deadgirl-Spieler hat auch gerade. Was ist das? Das ist. Ah! Ja, das ist die Chain-Combo. Ja. Hier muss man den Chromox für tappen. Das Ding kostet Mana mehr wegen Talia. Ja, aber die Copy nicht. Nee, die Copy ist nicht. Ist dementsprechend egal. Man hat hier mit der Chain-Combo eine 2-Mana-Karte, die sagt, man kann sie immer wieder kopieren, wenn man sie auf sich selber targetet und dann 2 Karten abwirft. Aber die 2 Karten abwerfen ist der Effekt, nicht die Kosten. Und dementsprechend hat man hier wahrscheinlich so 18 Millionen Pest-Token. Und hat zwar keine Handkarten mehr. Was bist du? Ich glaube, das ist noch einer. Das ist noch einer. Unbeeindruckend. Ja, dann hat man halt einfach mal on the draw gewonnen. Genau.
Genau, gibt man hier in Game 2. Die Kombo ist, glaube ich, ziemlich stark gegen Soldier Stompy. Alleine, weil sie sehr wenig Removal spielen. Weil Chalice und sehr Kreaturenbasis lastig. Deathcare L natürlich ein bisschen anfälliger, gerade in der Landbase, gerade wenn es halt früh irgendwie eine Art von Chalice oder ähnliches gibt. Chalice auf 2 ist sehr, sehr, sehr mies gegen Deathcare. Ja, die ist wahrscheinlich meistens sogar besser als Chalice auf 1. Sehe ich ähnlich. Dementsprechend, ja, ein bisschen interessanter. Das ist jetzt halt die Frage, was passiert, ne? Jetzt, was man geboardet hat. Also als Deathcare L-Spieler hat man, glaube ich, gar nicht mal so viel. Man hat ein bisschen Removal, sowas wie ein Eliminate. Vindicate, was man boarden kann, genau. So der Allzweck-Removal. Genau, und als Soldier Stompy machst du wahrscheinlich genau dasselbe und nimmst so ein bisschen was an Karten raus, die dann nicht wirklich behindern. Da wird eine Kaya in Chromox. Okay, gewinnt. Kaya ist noch im Deck. Mit der hätte ich jetzt gerechnet, dass sie weggeht. Aber sie nimmt ja zumindest schon mal Chalice raus. Das ist ja echt nicht. 10-10-0. Mana-Value 1 oder weniger. Bitter Blossom. Erste Runde, das ist immer strong. Kriegt Soldier Stompy, glaube ich, auch nicht wirklich weg. Es kann natürlich sein, dass Soldier Stompy hier sowas spielt wie Entzaubern. Also Disenchant und ähnliches. Das stimmt. Beziehungsweise Counsel's Judgment kriegt es wahrscheinlich auch weg. Wegen den Ausrüstungen. Genau. Es kann gut sein, dass die mit reingenommen wurden. Auf der anderen Seite ist hier schon wieder das Feld. 2 Mana Stoneforge, okay. Die ist ziemlich mies. Alter, 4 Mana zum Reinlegen, das lohnt sich nur für eine Betterskull. Ja, 4 Mana zum Reinlegen, deswegen Betterskull wird hier auch genommen. Die wird dann 1 Mana günstiger. Ja. Dann muss man jetzt hoffen, dass man keinen Fettstand auf der Hand hat, sonst kommt die nächste Runde immer noch nicht. Ja, das ist... Puh, da merkt man mal, was alles aktivierbare Fähigkeiten sind. Ja, genau. Also es ist ähnlich wie zum Beispiel auch Natalia. Man merkt auf einmal, was alles davon betroffen ist und wie viel langsamer man auch einfach wird. Ja. Da ist noch das Land. Ach, da haut man dann für einen. Und dann macht man den End of Turn für 4 Mana bei der Sky Move. Kann man mächtig. Da ist jetzt halt die Frage, was Soldier Stompy da großartig macht. Ja. Vier Inseln, ich sehe noch eine Carven of Souls. Ja, es ist halt ein Stompy-Deck, was Carven spielen kann. Das ist irgendwie so ungewohnt. Ja, das stimmt, das ist ganz gut. Generell, Karakas drin, die Soullands drin, aber ich glaube nicht 8, oder? Nee, ich glaube nur 4 oder 6. Man 6 und dann halt, ja. Chalice. Ich gehe mal davon aus, da sind noch Trinisphären drin. Ich gehe auch mal davon aus, dass Armageddon 1 bis 2 gespielt werden. Mindestens im Sideboard, hoffentlich Mainboard. Flagstones kann man auch Mainboard spielen zum Beispiel. Da kommt ein Germ-Token. So, und jetzt ist die Frage, hat man Disenchant auf der Hand oder nicht? Ja, ich glaube, das hätte man schon früher gefeuert, oder? Ach, wofür? Da kommt jetzt eine Menge. Huch, da ist nichts auf der Hand. 4 Mana und man macht damit nichts. Das ist ziemlich miese Hand. Normalerweise hat das Deck auf jeden Fall wesentlich mehr zu tun, weil es halt auch Soldiers hat. Da kommt noch ein Chromox. Hat man, ja, noch ein Field. Noch 2 Handkarten. 5 Mana. Boah, ich weiß gar nicht, ob man 5 Mana was anders... 6 Mana. Für 6 Mana ist auf jeden Fall der Captain drin. Ich glaube, er ist nur ein One-Off, aber er ist auf jeden Fall drin, der 3-1-1er mitbringt und allen Soldier +1/+1 gibt. Also bringt der 3-2-2 ja mit. Ja, genau. Wow. Aber, scheint aktuell einfach super schlecht zu ziehen. Hier wurde End of Turn für 4 Mana die Jitter reingelegt. Und die wird jetzt auch für 4 Mana equipped. Also eine 4 Mana Jitter ist schon echt. Ja. Das tut weh. Aber hier geht halt alles rein. Jitter hier natürlich nochmal ultra mies. Weil das Aktivieren kostet 2 Mana. Ja, genau. Scheiße. Jede Aktivierung der Jitter kostet halt 2 Mana. Da sind noch 2 Bobs auf der Hand. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Ne. Man hat ja aktuell Pressure auf dem Board. Ja, 5 Leben von Soldier Stompy. Ich weiß nicht, ob da Wrath God drin sind oder ähnliches, aber das sieht schon ziemlich mächtig aus, was da ist. So ein Wrath könnte da schon drin sein. Ich weiß es nicht. Ich würde auch nochmal sagen. Skull auf die Hand nehmen kostet 5 Mana. Ja. Es ist alles sehr, sehr teuer, aber dadurch, dass es halt alles trotzdem am Board ist. Was haben wir denn? Ich glaube, ich sehe da sogar einen Wrath in der Hand oder ist das ein Armageddon? Das ist halt die Frage. Ein Armageddon bringt halt gerade absolut nichts. Ja, Wrath auch nur so mittelmäßig, weil es bleibt einfach die Bitterblossom. Interessant.
Auf der anderen Seite würde jetzt hier Raft dazu führen, dass man wahrscheinlich über das Geil nie wieder equippen kann. Definitiv nicht. Und die Jitte. Und die Bitterblossom ist dann eine 3-Runden-Clock. Ja, ein Damage, ja. 3 Damage, ja, 3-Runden-Clock. Beziehungsweise theoretisch 4 Runden, weil man hat ja noch eine Runde, wenn die reinkommt, aber. Ja. Also für Dead Geld-Spieler 4 Runden, für den Soldier Stomp-Spieler 3 Runden. Ja, bis jetzt nicht so wirklich impressive, was da passiert ist. Naja, und für sich nicht. Und hier wird dann auch wahrscheinlich drüber geredet, dass Aufgeben ist. 2-0 steht schon unten. Mhm. Dementsprechend. Ja, da ist nur noch ein Palace Jailer. Ein Palace Jailer, Armageddon. Das bringt nicht viel. Das bringt nicht Schade. Viel. Dementsprechend eine sehr unbeeindruckende Runde von Soldier Stompy. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.